Digga, ist das noch Minecraft hier? Ich weiß es ja nicht, Alter. Also, wir haben einen kompletten Bahnhof gebaut, ne? Willst du mir erklären, dass du jetzt hier ein Loch hinbauen willst, wo du jedes Mal durchfährt? Genau. Nein! Wann kommt dieser Schmex dazu? Der war schon da. Das ist eine sehr gute Frage. Okay, gut. Ich baue jetzt hier oben das Ding weiter, oder? Ja, muss klar, ja fertig werden, Spark, ne? Hier gibt es so ein Tool. Siehst du diesen Spiegel, der schwebt vor mir? Wenn man hier baut, dann baut der gespiegelt die Blöcke automatisiert hin. Was? Und du kannst das auch nicht nur einfach spiegeln, die baut dich auch dann wieder ab, sondern du kannst das sogar nicht, also nicht um eine Achse gespiegelt, sondern du könntest das sogar rectangular machen. Das heißt, kann man damit ein Item duplizieren? Nein. Du musst die werden schon aus deinem Inventar rausgezogen. Aber schau mal, wie man jetzt hier was bauen könnte. Krass, oder? What the fuck? Wie geil. Meinst du, ein so ein Windrad reicht ja, ne? Für den Anfang denke ich mal schon. Es kommt darauf an, wie viele Maschinen du dann dran schließt. Im Zweifelsfall müsst du das. Kannst du mir das Windrad speichern? Speichern, dass man das klonen kann. Ja. Yep. Das wäre natürlich geil, Lon. Das sieht schon mal ganz sexy aus, oder? Ja. Hä, was ist das da? Was fährt dir für eine Scheißwurst rum? Ja, das ist meine Kackwurst. Was soll das denn? Warum fährt ihr eigentlich falsch rum, die Wurst? Du kannst doch nicht einfach eine Wurst mit Scheiße rumfahren lassen. Was ist denn mit dir, du krankes Schwein? Ja, das ist mein Dummy-Zug. Jo, Revi, was geht? Digga, du hast doch ein riesiges psychisches Problem. Runter von der Scheißwurst. Alter, Junge. Stolz, eitig auf meiner Konstruktion. Einfach hier das Stream von Mickey TV. Spark, kannst du noch an jede Seite einen Holzbock dran setzen? Könnte ich, aber ich habe kein Holz. Kann ich dir geben, natürlich, klar. Okay, gut, also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal das, was quasi den Strom im Endeffekt produziert, richtig? Richtig. Und jetzt brauchen wir nur irgendwas, was den Strom überträgt, richtig? Genau, nach unten. Und dafür brauchen wir eine Gearbox und Shafts. Gearbox. Ja, okay, habe ich alles da. Ich habe jetzt dieses geile Ding hier gebaut, die Windmühle. Ja, die werden wir natürlich nochmal von unten bauen. Wir brauchen davon jetzt noch eine zweite Spark. Oder bauen wir die erstmal komplett fertig, sodass die erstmal verknüpft ist? Ich hätte folgendes gesagt, mach erstmal die Energie, dass sie nach unten geht und auch erstmal das Gebäude davon, weil wir können nicht nur diese Windmühle einscannen, sondern das ganze Gebäude darunter mit, also den Windmühlenturm sozusagen. Ne? Mhm. Um das Ding einzuschalten, nimmst du die leere Hand und machst mal Rechtsklick auf das Windmühlbearing hier unten, den Block. Rechts, oh mein Gott. Und die Kiste dreht sich. Aber die Dinger drehen sich nicht mit, die letzten Blöcke. Ah, okay, warte, das kriegen wir auch hin. Dann stoppen wir da nochmal ganz kurz. Oh, okay, jetzt fahren die Teile mit. Ne? Oh, oh. Hilfe. Ja, oh mein Gott. Jump run. Oh mein Gott, meinst du, ich schaff das? Okay, warte. Das war so dumm. Und gefällt. So, und jetzt hast du ein funktionierendes, drehendes Windrad. Sehr geil. Und das bringt uns jetzt gar nichts, oder? Oh, der geile Schaft dreht sich mit. Schaut's euch, Leute. Wie der geile Schaft ist rotiert. Oh. Sind die OP die Windmühlen von Kunga? Die ist halt krass hier, ne? Die ist krass. Ja, aber ich glaube, meine sieht dafür besser aus, sage ich mal. Und wenn ich davon mehrere habe, ist es egal. Wenn wir davon drei Stück oben drauf haben, ist es viel, viel nicer. Pass auf, ich habe eine perfekte Idee. Achtung, Spark of Phoenix, jetzt zuhören, okay? Fabrikgebäude aus Brickstone. Aber die Fabriktürme sind die Halterung für die Windräder. Und in dem Schornstein ist das Rotational-Ding drin, ne? Und führt die Kraft nach unten. Boom. Ja, das Rotational-Ding würde ich nicht in den Schornstein machen, sondern unten in der Fabrik, wo alle Energie zusammenläuft. Lass uns zusammen. Aber das muss ja irgendwie da reinkommen. Das muss ja irgendwie nach unten kommen. Ja, nee, das Rotational-Ding, das kommt hier unten noch hin. Also das ist nur, um zu verschnellern, die Geschwindigkeit zu verschnellern. Aber die würde ich nicht an jedem einzelnen Windrad verschnellern. Nee, ich meine den hier, den Bruder hier. Den Schaft, ja. Ja, der Schaft kommt in den Schornstein. Ja, klar. Ja, klar, natürlich. Und das ist der Rotational Speed Controller jetzt. Na, und jetzt können wir die Geschwindigkeit einstellen. Alter. Boah, Junge, guck mal, wie der spinnt, Junge. Das Teil an der Seite kannst du jetzt richtig drehen. Wenn wir jetzt hier ein kleines Zahnrad dran setzen, siehst du, das dreht sich jetzt viel, viel schneller. Junge, geil. Das ist Maximum Speed. Das dreht sich so schnell, du siehst gar mal, welche Richtung sich die Kiste dreht. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eins davon. Eine so ein Ding und dann kopieren wir das immer wieder, weißt du? Was also eigentlich Journey? Bauen wir einfach das, was du in Craft Hack gebaut hast, nochmal. Nur diesmal mit Funktion, ne? Ja. Wir können offiziell den Knopf drücken. Oh aber mein Gott. Komm rüber. Einmal das schnell machen. Ansonsten. Es geht los. Wir machen den Bahnhof als kleinen Test bei Revi hin, weil er bräuchte unter anderem vielleicht auch so Orientierung, wo die Fabrik bauen kann. Mit wem redest du? Ich darf sowieso dann dran experimentieren, nochmal nur einscannen und was auch immer. Mit wem redest du? Alle Zutaten sind drin. Nein, nicht die Erde, nein. Aber es ist, obwohl, wird keinen Unterschied machen. Der wird es leider nur nicht rausnehmen. Wo ist die andere Kiste? Die ist weg. Ach, hier. Alles, was jetzt hier drin ist, das sind die Zutaten in diesen beiden Doppelkisten, die gebraucht werden, um den Bahnhof zusammenzubauen. Und wir müssen jetzt... Darf ich drücken? Klick mal in die Schematic Cannon rein. Ja. Und dann auf den Play-Button. Einfach nur auf den Play-Button. Boom.
Genau, und jetzt warten. Jetzt geht's los. Und die Kanone macht das so, die baut von unten nach oben auf. Das heißt, der schießt ein paar Blöcke jetzt auch unter die Erde. Also hat von diesem 3D-Druck unten nach oben druckt jetzt den Bahnhof. Lass ihn einfach mal laufen. Einfach laufen, bitte jetzt nicht mehr dran drücken. Und da fliegen jetzt die ganze Zeit Blöcke. Vielleicht hier vorne kann man schon sehen. Nee, schau mal. Hier war das schon. Oha. Ja, da fliegen jetzt einfach die Blöcke hin. Das dauert ja ewig, oder? Du kannst doch die noch per Hand bauen, dann würde es ungefähr 10-mal so lang dauern. Guck mal, wie schnell der Block. Der schießt ja pro Sekunde 2 Blöcke raus oder so. Das Riesending wird einfach Block aufgebaut. Dafür konstant. Alter Junge, wie der rausballert. Holy shit. Ja klar, das füllt sich jetzt dann langsam richtig genial auf. Das einzige halt Joes Redstone-Leitung, die wird ein bisschen überschrieben. Edwurst surfen! Nein! Edwurst, ich habe sie andersrum geschickt. Okay, Spark, ich fahre eine Runde mit der Edwurst, ja? Macht aber kein Problem. Ja, genau, aber die Edwurst macht ja kein Problem. Die wird dadurch nicht gestört. Der schießt ja nur die Schienen hin. Digga, ist das noch Minecraft hier? Ich weiß es ja nicht, Alter. Gute Sache, die ihr da macht. Das baue ich alles gerade alleine, ne? Wir bauen gerade einen Bahnhof und wir sind dabei voll schnell. Ich merke schon, wie macht ihr das? Wir haben hier vorne so eine Kanone programmiert. Und das ist eine Schematic-Kanone, wenn ich mit dem Modpack ein bisschen auseinandergesetzt hättest, wüsstest du das. Man kann also Sachen einscannen, dann brauchen wir so eine Liste. Hat Spark jetzt hier netterweise schon soweit vorbereitet. Jetzt kommt hier dann die Fabrik hin, da siehst du schon mein erstes Windrad, ne? Ja, da kommen jetzt noch drei Stück von hin. Und dann bauen wir eine richtig schöne Eisenfabrik, das ist klar. Geil. Ja. Oh mein Gott, Spark, ich glaube, mein Kopf wird jetzt zerdrückt. Achtung. Alter! Hallo? So, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz fresh hier aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt. Ja, gucken, was heute alles mit Stream passiert ist. Hättest du nicht gedacht. Also, wir haben einen kompletten Bahnhof gebaut, ne? Ja. Erdwurst. Ich werde die Erdwurst aufhalten. Was? Nice try. Was? Was? Hä? Das hat die Anti-Revi-Schaltung drin. Warum ist die einfach... Wieso fährt die Erdwurst einfach durch? Erdnusswurst. Ja, weil die das gar nicht einsieht, dass du die anhalten willst. Spark, ich habe eine richtig lustige Idee, okay? Pass auf, die Erdwurst kommt alle 3 Minuten, ne? So wie die U8. Hast du das abgezählt? Willst du mir erklären, dass du jetzt hier einen Arschloch hinbauen willst, wo die jedes Mal durchfährt? Genau. So. Oh nein. Man muss ja mal kreativ sein, Spark. Ist ja ein Modpack. Wir müssen was machen hier, ne? Ja, aber ich kann das alles nicht auf Video hochladen, Revi, deswegen. Ich schon. Wenn Revi wartet, dass der Bahnhof sich von alleine fertig baut, dann weißt du, was er wieder für Unsinn nebenbei macht. So, und da fällt die Erdwurst euch rein. Ist ein sehr, sehr seltsamer Abdo. Ich kann es nicht wirklich erkennen und ich frage mich, warum du den mit weißer Wolle gebaut hast, aber... Boah, schicker Bahnhof. Den habt ihr aber schnell gebaut. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich auch. So. Was ist das? Das ist der Bleibt die Erdwurst. Hoffentlich erwischen wir sie, dass wir auf ihr landen können. Ich will mit reinfahren. So, ich baue mal hier oben das Dach schnell fertig, Spark, ja? Was, willst du das Dach fertig bauen? Ja. Ja, einfach hinsetzen und abwarten. Nee, ich mach das gerade. Ja, die Erdwurst ist wirklich gerade nicht unterwegs. Doch, sie kommt. Sie ist zurückgefahren. Übrigens, wenn du gegen das Minecart gehst, dann kannst du es umdrehen. Die Erdwurst ist zurückgefahren. Die Erdwurst ist nicht in der... Sorry, Spark. War nicht notwendig, dass ich das gemacht habe. Okay, Spark. Jetzt kann ich ja mal anzeichnen, wie groß dann auch die Fabrik werden soll wahrscheinlich, ne? Der Bahnhof geht bis wohin? Ja, siehst du ja. Das war's schon. Also, der geht jetzt nicht mehr in die Breite. Ich bin einfach gerade hochgebackt. Also, lieber zu viel als zu wenig. Die Fabrik jetzt ein bisschen näher an den Bahnhof ran. Das kannst du jetzt machen, wie du magst. Weil von JB, die war auch direkt dran. Ich wollte nur sicher jetzt aber ein bisschen Platz lassen. Ne, ich sag mal, so ein kleines Bahnhofsgebäude hier, so ein Zwischending, das finde ich gar nicht so verkehrt, glaube ich. Scheiße, wird das riesig, Spark. Wie soll ich das denn schaffen? Ja, mal ein bisschen öfters Great Stream. Alter, ich bin schon voll auf da. Ich war halt gerade nur unterwegs. Was soll ich denn machen? Minecraft hat sich sehr verändert. Würde ich nicht sagen. Ist alles beim Alten. Spark, Alter. Wie soll ich das denn schaffen? Diese Fabrik zu bauen, ja. Du musst die auch nicht so groß machen. Das ist ja nur der Bahnhof, der so groß, weil der Zug halt dann so lang wird, ne? Ja, nee, Spark. Nee, Spark. Komm, es bringt doch alles nichts. Wenn du mir so ein Symmetrie-Tool-Ding gibst, dann klatsch ich dir was Geiles hin, Alter. Das bringt ja nichts. Dann kopiere ich mir einfach die Wand immer wieder und gut ist, weißt du? Ja. Müsstest du vielleicht nochmal eine kurze Einweisung, so eine Schematik hinbekommen? Also müsst ihr eine, also die bräuchte ich halt jetzt gleich wieder, aber müsst ihr noch eine bauen. Und es gibt auch diese Blockpistole, wo man schnell bauen kann, der Blockzapper. Aber das ist ein bisschen aufwendig und nervig zu basteln. Ich hätte jetzt nicht unbedingt Bock, das nochmal zu machen. Wie findest du denn jetzt die Größe hier? Ist das gut, ja, ne? Ja, das ist jetzt eine ganz andere Scale. Und jetzt kannst du da auch ein bisschen, hast auch mehr Platz, um Sachen zu verarbeiten. Mhm. Und dann sehen wir uns morgen Abend zu einem weiteren frischen Livestream wieder, meine Freunde. Ja, huhu, auf Wiedersehen, tschüsschen.